Seit mehr als 50 Jahren sorgt Albert Aziza dafür, dass Männer in Berlin gut angezogen sind. Ich liebe Berlin und auch die Menschen von Berlin, auch die sind so reizend, so lieb. Und ich habe mich so assimiliert hier in Berlin und ich fühle mich wie ein Berliner, ein richtiger Berliner. Albert Aziza hatte als junger Mann in Casablanca eine Ausbildung zum Schneider gemacht. 1961 kam er über Kontakte nach Berlin und arbeitete zunächst im angesagtesten Club der Stadt als Tänzer. Bei Alt-Eden Saloon an der Damaskusstraße, das war den Lokal, der überhaupt, der kam von der ganzen Welt. Amerika, Frankreich, England und die ganzen Soldaten. Zum Beispiel die Cha-Cha-Cha, 1, 2, 3, hopp. Und dann so, richtig schön, ja. Oder Salsa, hopp. Ja, das ist immer, trotzdem mit meinen 78 Jahren, ich habe immer noch den Blut im Körper für Tanzen. Nachdem er sogar eine eigene Bar betrieben hatte, eröffnete Albert Aziza 1968 sein Geschäft für Herrenbekleidung. Auch, man sieht auch von der ganz alten Schrift hier. Und innen drin war alles richtig schön in braun Mahagoni. 80er, ja, alles in weiß. Und so sieht es heute aus. Wer hinein will, muss klingeln. Monsieur Albert hat sehr viele Stammkunden. Er verkauft heute weniger die bekannten etablierten Marken, sondern lässt seit mehr als 15 Jahren seine eigene Linie fertigen. Er sucht Stoffe in Mailand aus und lässt in Neapel nach seinen Vorstellungen schneidern. Schließlich versteht er das Handwerk. Gut, es gibt Kunden, die sagen, die Ärmel sind mir zu lang oder sagen, ich trage sie so. Aber wenn es mir nicht gefällt, dann sage ich nein. Wir müssen doch kürzer machen. Von Monsieur Albert bekleidet, von alle beneidet. Sein Geschäft liegt an der Berliner Flaniermeile Kurfürstendamm. Für Albert Aziza eine Straße voller Erinnerungen. Das war 60er Jahr, es war Braun und Co. Das war ein ganz edel Geschäft für Damen und Herren. Hier war damals ein Geschäft, auch ein Damen- und Herrengeschäft, der heißt Sabo und Sabo. Das war auch im 60er Jahr, auch war ein sehr, sehr schön, ein Café hier, Bristol, Café Bristol. Ja, natürlich hat sich auch sehr, sehr viel geändert, natürlich durch die ganzen hohen Mieten auch. Da sind auch sehr viele Geschäfte natürlich zugemacht. Ja. Ich bin natürlich noch die längste noch am Kudamm hier. Am Kurfürstendamm in Berlin erlebte er auch wichtige historische Ereignisse. Als 1989 die Mauer fiel und die DDR-Bürger nach West-Berlin strömten, verschenkte Monsieur Albert an einem Sonntag Waren im Wert von mehreren 10.000 Euro. Jeder Freund hat was gemacht für ehemalige DDR. Da habe ich gesagt, Mensch Albert, du musst auch was machen. Und ich habe immer 4 Leute rein. Wir haben immer bedient, haben mich immer gefragt, was wollen Sie, Anzug, Sakko oder Hose oder Lederjacke? Lederjacke. Jeder hat gesagt, Lederjacke. 15 Minuten später ist auch kein Lederjacke mehr. Ich habe die ehemaligen DDR-Leute eine wunderschöne Sonntagfreude gemacht. Dass es bei Monsieur Albert nicht nur exquisite Anzüge, sondern auch exzellente Beratung gibt, hat sich ja auch unter deutschen Prominenten und Politikern herumgesprochen. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hat hier eingekauft, genauso wie der einstige deutsche Innenminister Otto Schily. Ich habe ihn öfter gesehen im Fernsehen und er hat immer mit seinen Beinen so, ja. Da habe ich ihn, er war bei mir, ich sage es, Herr Schily, ich sage es, das ist nicht schön. Sie haben weiße Käsebeine, Sie müssen Kniestrümpfe anziehen. Und seitdem trägt er noch Kniestrümpfe. Von Berlin hat Albert Aziza auch nach 50 Jahren nicht genug.